Die Vorfreude auf Eishockey beim Ambrianhang spür- und sichtbar. 6200 Zuschauer, das Stadion bei Saisonstart fast ausverkauft. Gespielt sind 2 Minuten, Ambri Piotr bereits mit einem Mann mehr auf dem Eis. Alain Mieville versucht es, 1:0. Die Walascher bebt das erste Mal in dieser Saison. Keine Chance für Torhüter Zurkirchen. Ihm war die Sicht verdeckt. 2 Minuten später, Zug mit herrlichen Kombinationen. Korsin Kasut schließt erfolgreich ab. Sehenswert das Zuspiel von Fabian Sutter. Ambri im ersten Drittel mit starken Szenen. Nach dem Motto, wehe, wenn sie losgelassen. Roman Schlagenhauf trifft zum 2:1. Eine Sekunde vor der Pausensirene. Im Tessin stimmt die Welt. Besonders bei ihm. Und er darf sich weiter freuen, denn was seine Mannschaft heute Abend zeigt, ist großes Eishockey. Ambri spielt mit Zug teilweise Katz und Maus. Patrick Siedler mit dem 3:1. Und unser Fan des Abends erneut aus dem Häuschen. Wir springen in das letzte Drittel, rein in die Inti Pestoni Show. Worte überflüssig. Zu 1. Die Zuger stehen Spalier. Pestoni elegant, zielstrebig und eiskalt. Nur 20 Sekunden später für einmal Zug im Angriff. Mit Timo Helbling und dem 4:2. Kommt jetzt die große Aufholjagd der Zuger? Die Antwort: Nein. Denn dafür war Ambri heute zu stark. Hier spielten die Tessiner in doppelter Überzahl. Marc Reichert schoss das letzte Tor des Abends. Ambri gewinnt mit 5:2. Und er hier dürfte heute noch etwas feiern.